Den ganzen Song findet ihr auf MC Magics TV. Ja, das ist chilliges Leben. Blair. Er ist endlich da. Mein Fidget Spinner ist endlich da. Das ist ja dieses Teil, wo viele nicht wissen, was man damit anfangen soll. Und ich war mir erst selber nicht sicher. Doch, dann habe ich... Ich weiß auch so ein bisschen Hintergrundstory, nämlich das war damals, den Fidget Spinner gibt es schon, den gab es schon in den 1990er, den gibt es schon seit über 20 Jahren ungefähr. Doch, dieses Jahr fing erst der Hype an. Warum jetzt so ein krasser Hype daraus gemacht wird, weiß ich auch nicht. Ich habe mir den selber für mich nur besorgt, weil ich halt, ich habe jetzt kein ADHS, aber ich hab leichte Depressionen, so. Will ich auch nicht drauf eingehen. Jedenfalls. Ja, ey, bevor du drauf eingehst, rasier dich mal wieder am Nakuyem. Das Teil beruhigt mich. Deswegen habe ich das geholt. Ich wollte halt testen, ob es mich beruhigt. Ich habe jetzt ein bisschen getestet und alles drum und dran. Und ja, es beruhigt mich tatsächlich. Und dieses Drehen, ich weiß nicht, das ist schwer zu beschreiben. So dieses, wenn man das in der Hand hat und sich, wenn das Teil sich so dreht. So, das ist die Verpackung, da war es drinne. Und so sieht die Verpackung aus. Das ist mein Fidget Spinner. Ich wollte jetzt nicht einfach so einen klassischen Ding haben, sondern ich wollte schon etwas, was cool aussieht. Und das sieht hier ganz cool aus. Das ist jetzt auch von, ich glaube, China. Okay, ist das. Und da, ich musste jetzt, wie lange habe ich jetzt gewartet? Ich glaube, 2-3 Wochen nur. Bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss länger warten, weil auf manche andere Bestellungen musste ich schon um einiges länger warten. Auch richtig cool, dass es angekommen ist. War auch relativ günstig. So, wir packen das mal hier aus. Wir können das hier einfach mal so, rausschieben, dann haben wir hier so, da kommen wir gleich zu, hier mal halt eigentlich nichts Interessantes. Hier steht dann halt so ein bisschen ein paar Informationschen und nichts Interessantes. Den gibt es übrigens von dem gleichen Hersteller auch mit Batman, Pipapo. Ich habe mich dann aber, ich habe den Verkäufer angeschrieben, weil ich wollte jetzt nicht nur Batman haben, deswegen fand den halt jetzt irgendwie cooler, deswegen habe ich den genommen. Konnte ich halt noch rechtzeitig machen. So, einmal auspacken. Also, ich will das ja mit euch zusammen auspacken. So, das habe ich ja gerade rausgeschoben. Jetzt packe ich das Ding hier mal raus. Und hier haben wir dann unseren Twitch-Spinner. Fingerspinner, Fingerdreher auf Deutsch. Und dann kann ich das ganz gut drehen. Und der dreht sich auch relativ lang, ist mir aufgefallen. Ich kann ja mal einen richtigen Hieb draus machen. Ihr seht. Relativ gut aus. Man kann damit natürlich auch ein paar Tricks machen, was aber ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob das ein bisschen gefährlich ist, wegen hier den Seiten. Die sind zwar eigentlich stumpf, aber das ist halt schon so, ist ja halt schon Metall hier jetzt, ne? Hier vorne ist es schon ein bisschen spitzer, das merkt man schon, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Richtig cool, den kann man halt so auf den Tisch auflegen. Manche sagten, ist es vielleicht eine neue Beyblade, aber nein. Ich glaube, Beyblade
Ja, weiß ich nicht, ne? Bei Beyblades, das war ja immer was, wenn ich das an den Tisch lege und dann so drehe, dann bleibt er auch standhaft an einem Fleck. Bei Beyblades war es natürlich anders. Da hatte man dieses komische Ding, was man ziehen konnte, und dann hat sich das Beyblade irgendwie, hat bei mir noch nie funktioniert. Bei mir sind die Beyblades laufend kaputt gegangen. Aber es ist ein echt cooles Teil auf jeden Fall. Ich kann auch verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen so, das ist sinnlos, was ist der Sinn daran? Kann ich verstehen, ich unterstütze auch jede Meinung, weil das muss ja letzten Endes jeder für sich selber wissen, ob er dafür Geld ausgibt oder nicht. Also ich finde es cool, mir macht das Spaß so, mir beruhigt das auch, wenn ich das hier so ein bisschen drehe. Das Ding hier, das vibriert auch so ein bisschen an der Hand, was vielleicht, jawohl, das ist eigentlich relativ fest, das ist halt irgendwie, ich glaube, weil hier drin ist natürlich auch so ein Kugellager, der dafür sorgt, dass sich das Ding mindestens bis zu 5 Minuten dreht. Bei meiner Oma war ich vorhin, da habe ich das getestet, da hat sich das so um die 4 Minuten hat sich das gerade gedreht. Es kommt natürlich darauf an, wie stark man dann halt dran dreht, aber es ist echt cool. Bin ich so. Also ist schon cool, ich will da auf jeden Fall auch ein paar Tricks von üben. Ich werde mir auch mehrere natürlich besorgen davon, weil die sind ja eigentlich, wie gesagt, nicht so teuer. Natürlich gibt es auch welche für 20 Euro oder was, ich weiß, aber nee, das Geld würde ich dafür jetzt auch nicht ausgeben. Ja, ist richtig cool. Ich will auf jeden Fall, da gibt es natürlich noch Neonlichter und alles mögliche. Neon ist bestimmt cool, wenn es dunkel ist. Aber wie gesagt, ich kann auch verstehen, wenn Leute jetzt gibt. Jetzt habe auch so viele auf YouTube Videos davon gemacht. Da gibt es jetzt bestimmt welche Leute, die sich dann denken, oh, nicht schon wieder so ein Fidget Spinner. Und dann gibt es immer wieder diese Idioten, die sagen, ja, jetzt hast du dich als behindert geoutet. Ganz ehrlich, bei euch denke ich mir nur so, haltet einfach die Klappe. Wenn ihr sowas sagt, ne, weil es gibt wirklich Leute, die krank sind. Und wenn man dann sowas sagt, ne, ich finde das einfach nicht toll. Und nicht jeder, der so ein Ding hat, muss gleich krank sein. Nein, manche gehen einfach aufs Hype drauf auf. Manche macht das halt aber wirklich Spaß. Und manche sind so wie ich, die halt so wirklich irgendwie was mit dem Köpfchen, ein bisschen, ja, Problemchen haben, die das dann so ein bisschen beruhigt. Oder zum Beispiel auch ADHS-Kinder. Da kenne ich sogar ein paar Leute von. Den könnte ich das auch mal empfehlen. Das ist ein richtig cooles Teil. Sieht auch stylisch eigentlich sehr cool aus. Ich kann es auch mal an der Kamera drehen. Dreht sich relativ gut. Also die Kamera, die erfasst das natürlich jetzt nicht so krass, weil die Kamera natürlich, ich glaube, ich nehme jetzt gerade 30 bis 60 FPS auf, aber so Real Life ist natürlich mehr als nur 60 FPS. Naja gut, war auch nur so ein kleines Video, wollte ich nochmal kurz zeigen, richtig cool. Und ja, wie gesagt, jeder muss selber wissen, ob er dafür Geld ausgibt. Ich habe es getan, weil ich die Dinger cool finde. Und das soll halt jeder für sich selber wissen. Weil, wie gesagt, ich unterschreibe auch jede Meinung von Leuten, die sagen, ja, das Ding ergibt keinen Sinn oder das ist doch voll doof. So, da denke ich mir so, ja, ist eure Meinung, da habe ich auch nichts gegen, kann ich auch ein bisschen verstehen vielleicht irgendwo. Aber mir selbst macht Spaß. Ist ja meine Sache, wofür ich mein Geld ausgebe. Und dann, ja, wenn ich das Geld natürlich habe, ne, das ist klar. Ja, richtig cool. Ich teste mal eben kurz mal was. Am Tisch ist voll cool. Ja, ich würde euch jetzt meinen Tisch da gerne zeigen, aber der steht jetzt gerade so ein bisschen voll. Da ist jetzt ein Pizzateller, da habe ich jetzt ein bisschen Kleingeld und so. Das will ich euch jetzt lieber vorenthalten. Aber ich werde da vielleicht mal ein, zwei Videos, werde ich daraus noch machen. Irgendwie, ich werde ein paar Tricks lernen und dann ja mal schauen. Auf jeden Fall richtig cool. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, euer Magix.